Moin, Janis hier und heute mal wieder ein Beitrag aus dem Bereich Backup, aus der leidigen, aber halt doch leider wichtigen Kategorie Backup. Und zwar zum Thema Bilder. Handybilder sind ja heute überall und ständig im Fokus. Es gibt ja kaum mehr eigene Digitalkameras und jeder von uns ist mit seinem Handy unterwegs und knipst meistens belanglose, aber manchmal halt doch Sachen, die man gerne behalten würde. Und wenn man dann die irgendwann verliert, diese Bilder, dann ist das eben doch meistens ärgerlicher, als man denkt. Es kann passieren, dass ein Handy einfach den Geist aufgibt, dass es irgendwann einfach nicht mehr zum Starten zu bewegen ist. Man kann es verlieren, es kann geklaut werden, es kann das Display brechen und man kann es nicht mehr bedienen. Alles das ist jederzeit möglich und passiert halt immer in den ungünstigen Momenten. Es gibt eine weitere Geschichte, die wir mit dem, was ich euch gleich zeige, beheben könnte, nämlich die Tatsache, dass man ja heute inzwischen auch gerne mal noch irgendwo ein Zweitgerät hat, irgendwo ein Tablet, das man dazu bekommen hat oder vielleicht noch ein altes Handy, das irgendwo im Einsatz ist oder sowas. Damit muss man irgendwie hantieren und dafür sorgen, dass Bilder dann, oder kann dafür sorgen, dass Bilder auf beiden verfügbar sind. Und der Speicherplatz ist gerne mal, gerade bei älteren Geräten, ja auch limitiert und selbst bei den neueren mit größerem Speicher stellt sich raus, je mehr man hat, desto mehr braucht man auch. Und es gibt jetzt ja eine Lösung für alles drei. Ist nicht ganz arbeitsfrei, aber ist relativ bequem. Und zwar kann man diese Bilder einfach direkt synchronisieren lassen, direkt nachdem sie aufgenommen sind, zu einem Online-Dienst. Jetzt gibt es hier vier, die ich mal aufgelistet habe. Es gibt noch viel mehr. Das sind jetzt aber die vier, mit denen ich entweder eigene Erfahrung habe oder die ich empfehlen kann. Ich würde sie in der Reihenfolge empfehlen, in der sie hier stehen. Also die Zahlen sind nicht ganz willkürlich gewählt. Die optimale und einfachste oder die sicherste Lösung, nicht die einfachste, wäre eine eigene OwnCloud oder Nextcloud-Instanz. Also ein eigener Server, auf dem die dann abgelegt werden, die Fotos. Dann hat man auch weiterhin die volle Kontrolle darüber. Hat aber auch die Verantwortung, sich darum zu kümmern, das zu pflegen, das ist nicht eben so zu stemmen. Aus Sicherheitsaspekten wäre das aber das günstigste. Für OnCloud gibt es eine App, die dieses Feature beherrscht, der sogenannte Sofort-Upload. Wenn es aber ein bisschen komfortabler sein soll und mit weniger eigener eigenem Einrichtungsaufwand, dann kommen die Optionen 2 bis 4 in Frage. Der erste Dienst und die erste App, die das beherrschen, ist Dropbox. Dropbox ist ein Dienst, der zum Speichern von Daten gedacht ist und der eben auch in seiner App recht prominent und recht intensiv beworben eine Möglichkeit hat, Bilder und Videos direkt hochzuladen, wenn sie gemacht worden sind. Bei Dropbox hat man gegenüber Punkt 3 und 4, nämlich Amazon und Google, den Vorteil, Dropbox speichert oder ist auf das Datenspeichern ausgelegt und hat deswegen nicht so viele andere Daten von euch, mit denen das zusammengeführt werden kann, was halt immer ein bisschen kritisch ist. Klar sitzt bei Amazon und bei Google auch niemand da und guckt sich eure Urlaubsfotos an, die ihr da hochladet. Aber in der Summe läuft zum Beispiel bei Google halt schon mal eine Gesichtserkennung drüber und das muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Also wenn dann Google Gesichtern da Namen zuordnet, kann das wohl dann problematisch sein, wenn die richtig sind, weil, keine Ahnung, die Frau von deinem Chef da auftaucht oder sonst irgendwas. Oder es kann genauso problematisch sein, wenn die falsch ist und Google dann Schlüsse daraus zieht, die halt nicht korrekt sind, bloß weil die Gesichter sich vielleicht ähneln. Kleiner Exkurs, also Dropbox ist eine Möglichkeit, das zu speichern, zu aktivieren. Bei Dropbox gibt es im Moment, glaube ich, 2 GB freien Speicher. Man kann wählen, ob man Videos auch ablegen möchte oder nur die Fotos. Ich tendiere dazu, meistens nur die Fotos zu aktivieren. Das hängt aber auch vom persönlichen Geschmack ab und von der Wichtigkeit der Videos, die man aufnimmt. Vielleicht gibt es ja Momente, bei denen man tatsächlich nur Videos macht. Dann sollte man vielleicht auch dafür sorgen, dass die Videos gebackupt sind. In meinen Use Cases ist es meistens so, dass ich halt ein Video habe, aber auch einzelne Fotos. Und wenn jetzt das Video mir verloren gehen würde, könnte ich damit leben. Dann habe ich immer noch die Fotos vom wichtigsten Teil. Dritter Dienst, der in Frage kommt, ist Amazon. Amazon Fotos heißt das in dem Fall. Und hat einen besonderen Dreh. Es sind also erstmal grundsätzlich 5 GB Speicher, also ein bisschen mehr als bei Dropbox. Und der zusätzliche Dreh ist, wenn man Prime-Kunde ist bei Amazon, dann hat man für Bilder unbegrenzten Speicher. Kann das auch in der App aktivieren, kann in der App dann den automatischen Upload einstellen und ist damit, zumindest was Bilder, wie gesagt, angeht, auf der sicheren Seite. Wenn man über diese 5 GB hinauskommt, dann kann man andere Dateien halt nicht mehr ablegen in seinem Amazon Cloud Drive.
Das heißt, Videos sind dann nicht unlimitiert ablegbar. Und die letzte Option, die noch in Frage kommt, zumindest jetzt hier in meiner Liste mal, ist Google Fotos. Google Fotos bietet, soweit ich informiert bin, aktuell auch einen unbegrenzten Upload von Bildern. Limitiert allerdings die maximale Bildgröße. Das heißt, wenn die Bilder zu groß, also riesig werden, dann würde Google da Hand anlegen, würde die nochmal neu kodieren und würde sie auch verkleinern. Das betrifft die meisten Fotos, die man so mit einer normalen Handykamera machen kann, nicht. Das wäre jetzt, wenn ich mit einer Spiegelreflexkamera das irgendwie hochlade oder so, dann kann ich da vielleicht reinlaufen, aber das ist für ein Handy-Backup irrelevant. Bei Google, wie gesagt, die kennen, wenn ihr die anderen Videos aus meinem Kanal kennt, die kennen einfach extrem viele Details aus eurem Leben. Da muss man also ein bisschen mit haushalten, denke ich, was man da ablegt. Deswegen kommen für mich eher Punkt 2 und 3, Dropbox und Amazon, in Frage. Aber je nachdem, wie der eigene Bedarf und Geschmack ist und wie sich auch die Dienste im Laufe der Zeit weiterentwickeln, kann Google da auch eine Option sein. Und zumindest belebt Konkurrenz ja das Geschäft. Das leistet Google da auf jeden Fall in dem Markt. Es gibt eine Menge andere Dienste noch, Flickr, auch bei Microsoft gibt es eine Cloud, in der man das ablegen kann. Informiert euch da, wenn ihr noch mehr Dienste sucht oder wenn ihr das Gefühl habt, keiner von den vieren hier erfüllt eure Bedürfnisse. Gibt es eine Menge ähnliche Sachen noch, die da im Netz möglich sind. Vielleicht noch ein paar Details, die man sich überlegen sollte. Normalerweise kann man in den Einstellungen der App auswählen, ob der Upload der Bilder und oder Videos, je nachdem was man eingestellt hat, nur im WLAN erfolgen soll oder auch bei mobiler Datenverbindung. Ich bin der Meinung, es reicht, das im WLAN machen zu lassen. So ein Bild hat relativ, inzwischen meistens eine relativ hohe Auflösung, das heißt, man ist dann in 3-4 Megabyte locker mal los. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man mobiles Datenvolumen vielleicht von einem Gigabyte hat oder so, dann ist das in der Regel verschwendete Bandbreite, außer es sind halt ganz wichtige Fotos, die kann man aber eigentlich bei allen Diensten auch manuell nochmal hochladen. Wenn man also sagt, man hat jetzt ein Hochzeitsbild, das man auf keinen Fall verlieren möchte, dann kann man das tatsächlich auch mal über das mobile Datennetz hochladen, während weiterhin standardmäßig der WLAN-Upload aktiviert ist. Man sollte sich überlegen, wie das mit dem Löschen ist, das heißt, je nach Dienst unterscheidet sich das darin, wie ich was passiert, wenn ich ein lokales Bild lösche, also auf meinem Handy ein Bild lösche, ist es dann auf dem Server auch weg oder ist es das eben halt nicht? Man sollte das auf jeden Fall mal mit einem irrelevanten Bild ausprobieren, damit man weiß, wie sich der Dienst da verhält. Und man kann im Hinterkopf behalten, auch bei Diensten, die relativ wenig Speicherplatz bieten, kann man natürlich immer wieder ein Backup machen, das darüber dann hinausgeht, also in größeren Abständen dann hergehen und sagen, ich nehme jetzt nochmal alle Bilder, die im letzten Monat angefallen sind oder im letzten Quartal, je nachdem, nehme die aus diesem Dienst raus, speichere mir das auf meiner Festplatte, auf meinem Computer oder irgendwo auf einer externen Festplatte weg, habe sie damit gesichert und kann sie dann in dem Dienst löschen und auf meinem Handy löschen und habe damit dann jeweils auch wieder Platz, sowohl innerhalb des Freivolumens des Dienstes als auch innerhalb des Speichers meines Handys, der halt eben ja auch limitiert ist. Das sind nochmal drei Punkte, die man überdenken sollte, wo man sich auch klar werden sollte, wie man das handhaben will, und dann steht gesicherten Handybildern nichts mehr im Wege und der nächste Handyverlust ist dann auf jeden Fall schon mal ein kleines Stückchen weniger schmerzhaft, wenn zumindest die Bilder und die Videos noch da sind. Jo, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, die Entscheidung zu treffen, und ich hoffe, ihr kümmert euch darum, dass eure Bilder nicht verloren gehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören und Mitdenken. Ciao.